Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel hier vom Dialogzentrum Leben im Alter. Und ich möchte Ihnen heute mal etwas Theoretisches vorstellen. Ja, Theorien werden ja in der Regel nicht so sehr geliebt, aber dennoch sind sie wichtig, um zu verstehen und zu begründen, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Handlungen zu bestimmten Ergebnissen führen. Also wir brauchen einfach Theorien, um unser Handeln sinnvoll zu begründen und auch verschiedene Handlungsstränge miteinander in Beziehung setzen zu können. Ja, in dieser Theorie, die von Heitzmann vorgetragen wird, das ist ja eine theoretische Integration unterschiedlicher Elemente, da geht es darum, um die Frage, wie der begriffliche Zusammenhang zwischen Präferenzen, also Vorlieben, Neigungen, Prioritäten und psychologischem Wohlbefinden zu verstehen ist. Also warum führen Präferenzen zu Wohlbefinden? Und das ist ja der Kernbestand aller personenzentrierten Ansätze. Also die Vorstellung ist ja die, dass wenn man den Präferenzen eines Menschen entsprechend folgt, er sich dann auch gut fühlt. Und die Frage ist ja, wie kann man das eigentlich begründen? Warum ist das so? Ja, also es geht im Detail darum zu verstehen, im Detail, warum das, was Pflege in der Regel bereits sehr häufig jedenfalls gut macht, auch als gut gelten kann. Also warum ist das Befolgen der Präferenzen eigentlich pflegerisch richtig? Das ist eine theoretische Reise in verschiedenen Schritten. Sie können die dann auch im Text mal wieder nachlesen. Ja, aber ich will auch ein bisschen das mal so erzählen. Also am Anfang sind die Bedürfnisse, elementare Bedürfnisse, die wir haben. Und diese Bedürfnisse, die werden umgesetzt in Wertvorstellungen und in Ziele. Also bestimmte Dinge sind uns wichtig und wertvoll, das heißt, die wollen wir haben. Und daraus entwickelt sich das Ziel. Also Ziele sind im Grunde genommen ja, dann die Basis oder das antreibende Moment für bestimmte Handlungen, also die richten das Handeln auf etwas aus. Ne? So, und je nachdem, was ein Mensch für Präferenzen hat, ja, daran kann man erkennen, was für Wertvorstellungen und für Ziele er hat. Also Wertvorstellungen und Ziele sind die Operationalisierung von Bedürfnissen. Gut, soweit. Warum nun führt die Berücksichtigung der Präferenzen zu Wohlbefinden? Das ist ja unsere Ausgangsfrage. Und der erste theoretische Schritt ist, dass man sich mal mit diesen Bedürfnissen befasst. Und solche Bedürfnisse, da haben wir ja den guten alten Maslow, ja, 1943, seine Bedürfnispyramide, die werden Sie alle kennen. Physiologische Bedürfnisse, Bedürfnis nach Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Bedürfnis nach Anerkennung und Geltung und letztlich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Und ja, das Ganze ist hierarchisch gegliedert, also man muss erst die untere Ebene haben, um auf die nächste zu kommen. Das werden Sie alle kennen. Gut, und die Vorstellung ist, dass dann individuelle Präferenzen, die der Mensch hat, letztlich individuelle Repräsentanzen dieser grundlegenden Bedürfnisse darstellt. Ja, also an den individuellen Präferenzen kann man sehen, wie ein Mensch diese grundlegenden Bedürfnisse für sich repräsentiert. Unklar bleibt dabei, wie die Verfolgung dieser Präferenzen dann letztlich zum Wohlbefinden führt. Und da kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Das ist die Selbstbestimmungstheorie, ja, von Deci und Ryan, die uns da ein bisschen weiterführt. Und nach dieser Theorie sind alle menschlichen Handlungen, all unser Wollen, auch unsere Bedürfnisse letztlich angetrieben von dem intrinsischen Bedürfnis nach persönlichem Wachstum. Also wir wollen nicht nur keinen Hunger haben und andere Dinge dieser Art, sondern wir wollen letztlich als Menschen auch uns entwickeln. Und das läuft nicht nur so über externe Anreize wie Belohnungen. Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle, aber das ist nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist, dass wir alle ein intrinsisches Bedürfnis haben, über all unser Tun hinweg selbstbestimmter zu werden, ne? Also autonomer.
dann über alle Aktivitäten hinweg etwas zu lernen und zu erfahren. Das ist das Zweite, also uns Kompetenzen anzueignen. Und drittens, uns über all unser Tun hinweg als sozial eingebunden, zugehörig zu erleben, also anerkannt zu werden. Da gibt es ganz nette Parallelen zu Antonovskis Theorie des Sense of Coherence. Das sind ganz ähnliche Ideen. Ja, und schränkt unsere Umgebung uns in diesen drei Bedürfnissen ein, also Selbstbestimmung, Lernen, Anerkennen, ja, dann geht es uns schlechter. Dann kriegen wir Unwohlsein. Also hier sehen wir eine erste Verbindung zwischen Präferenzen und Wohlbefinden. Also können Menschen aktiv ihren Bedürfnissen, ausgedrückt in Präferenzen, durch Handlungen nachkommen, dann erleben sie dies als persönliches Wachstum und das zeigt sich letztlich am affektiven Wohlbefinden. Da haben wir eigentlich die entscheidende Klammer schon gelegt. Die nächste Stufe ist dann, was bedeutet das dann letztlich für die Pflege und für die Assistenz bei der Pflege? Und da kommt es zu einem ganz interessanten Modell, das nennt sich Competence-Press-Modell. Das kommt von Lawton und Namimov, das ist schon relativ alt, in den 70er Jahren entwickelt. Und das besagt, dass Menschen, die eingeschränkte Kompetenzen haben, wie zum Beispiel Demenz, dass die sich den Umweltanforderungen schlechter anpassen können. Und selbst geringe Über- oder Unterforderungen, die führen zu einem geringeren Wohlbefinden, das sich unter anderem im herausfordernden Verhalten oder auch in neuropsychologischen Symptomen zeigt. Es kommt also bei Überlastung oder auch Unterforderungen sehr schnell zu so etwas wie einer Belastungskaskade, die man dann nur sehr schwer wieder beruhigen kann. Damit ist klar, also welche Rolle spielt jetzt Pflege und Assistenz? Die schafft es zum einen eine optimale Umgebung herzustellen, also meistens eine vereinfachte Umgebung, sowohl über das Milieu wie auch über die Art der Interaktion, die es den Menschen leichter macht, ihren persönlichen Präferenzen nachzukommen. Also die Selbstbestimmungstheorie, die verbindet also einmal Präferenzen mit Wohlbefinden und das Competence-Press-Modell erläutert, welche Rolle Pflege darin hat, diese Passung zwischen Präferenz und Wohlbefinden zu erleichtern unter den Bedingungen, dass man in seinen Kompetenzen eingeschränkt ist. Die Frage ist dann aber, wie gesehen genau die Mechanismen aus, durch welche präferenzbasierte Pflege das Wohlbefinden beeinflusst. Also wie macht Pflege das? Und da beziehen sich die Autoren auf einen weiteren Ansatz von Ford, das heißt das Rahmenwerk der lebenden Systeme, Living Systems Framework im Englischen. Und in diesem Ansatz, da tauchen wieder Elemente auf, die wir schon aus der Selbstbestimmungstheorie kennen. Da werden Menschen in ihrem Lebenskontext als selbstregulierend und sich beständig anpassend verstanden. Und um das zu tun, gibt es Verhaltensstränge mit 5 sich einander überlappenden Prozessen. Also die Person entscheidet, was sie will, sie überlegt, wie es machen soll, Kontrolle, sie handelt danach, bewertet das Ergebnis und passt sich dann erneut an oder auch nicht. Und diese Verhaltensstränge, also selbstregulierend und beständig anpassend, die werden nun bewertet und der jeweilige Affekt, der zeigt im Grunde genommen an, ob diese Selbstregulierung und Anpassung im jeweiligen Kontext gelingt oder nicht. Also ein positiver Affekt nach einem solchen Verhaltensstrang in einer bestimmten Situation legt nahe, dass dieser Verhaltensstrang nach Wiederholung strebt, also wünschenswert ist. Und eine gelungene Assistenz bei so einem Verhaltensstrang, die kann dann eben dann einem positiven Affekt erkannt werden. So, was jetzt noch fehlt, das ist ein Element, das Bedürfnisse, Präferenzen und auch das psychische Wohlbefinden direkt miteinander verbindet. Und da greifen sie zurück auf Fredrickson, das ist die sogenannte Broad and Build Theorie, also broaden, das heißt so viel wie erweitern, und build, das heißt so viel wie Ressourcen. Und anknüpfend
tun sie an Damasio. Also nach Damasio ist das Gehirn beständig unterwegs, einen Gesamtzustand des Organismus zu scannen und diesen Gesamtzustand letztlich in Emotionen auszudrücken. Also Emotionen sind sowas wie eine Signalebene, die mir immer zeigen, so wie mein Gesamtorganismus, meine Existenz in diesem Kontext unterwegs ist. Und wenn das in Ordnung ist, dann entsteht sowas wie eine affektive Balance, eine Regulation, und die drückt sich durch eine positive Emotion aus. Und gelingt es über eine längere Zeit, ja, so eine affektive Balance zu halten, dann baut die Person Ressourcen auf und die drückt sich aus in erhöhter Resilienz. Das heißt, man kann, wenn man länger in so einer Situation von affektiver Balance verweilt, unangenehmen Erfahrungen besser widerstehen. Und je höher diese Resilienz ist, diese Widerstandskraft, desto mehr kommt es zu einem positiven Einfluss auf das Bewusstsein und das Denkvermögen. Also man ist dann eher neugierig, erkundet etwas, probiert was aus, kann Situationen mehr genießen, sieht mehr Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten für sich. So. Dieser Ansatz schließt nur den Kreis. Positive Emotionen signalisieren eine affektive Balance und damit den Umstand, dass die Person Zugang hat zu Wachstum, zu Ressourcen und zu Widerstandskraft. Aufgabe der Pflege ist es demnach, durch umweltbezogene und soziale Interventionen die Person darin zu assistieren und zu unterstützen, dass präferenzbasierte Aktivitäten möglichst selbstregulierend durchgeführt werden können. Also nochmal, Aufgabe der Pflege ist es, durch umweltbezogene und soziale Interventionen die Person darin zu assistieren, präferenzbasierte Aktivitäten möglichst selbstregulierend durchführen zu können. Und kommt es dann zu positiven Emotionen, ja, dann signalisiert das eine affektive Balance und damit auch den Erfolg der Assistenz. Na, das müssen Sie bestimmt nochmal nachlesen. Ja, es ist, sagen wir mal, eher vielleicht interessant für Menschen, die im Unterricht sowas begründen wollen, ja, so, oder die Zusammenhänge darstellen wollen, warum Präferenzen eigentlich zum Wohlbefinden führen. Ja, also wenn ich mir das Ganze so anschaue, dann denke ich, ja, so kann man argumentieren, das könnte man so zusammenfassen. Allerdings sehe ich hier im psychiatrischen Kontext durchaus Grenzen, denn hier ist es ja immer wieder notwendig für Menschen Dinge zu tun, die sie so gar nicht einsehen oder wollen. Ja, so, da sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörungen, der krankheitsbedingten Unfähigkeit, die eine Krankheit zu verstehen oder auch von paranoidem Erleben, ja, sich der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse nachhaltig widersetzen, also nicht essen wollen, ihre Medikamente nicht nehmen wollen oder medizinisch notwendige Maßnahmen nicht über sich ergehen lassen wollen. Und in vielen Fällen wird man zufrieden damit sein müssen, dass sie sich widerwillig fügen. Die Briten nennen das immer grudging consent, also widerwillige Zustimmung. Ne? Ja, im Rahmen der Demenz kommen auch oft Bedürfnisse ans Tageslicht, wie zum Beispiel nach Hause zu wollen oder den verstorbenen Ehepartner sehen zu wollen oder auch sexuelle Bedürfnisse, die nun mal in dieser Form nicht erfüllbar sind, die aber doch mit Nachdruck vorgetragen und verfolgt werden. Und oft gibt es entweder eine grenzenlose Bedürftigkeit nach Halt, Geborgenheit und Präsenz, die man so gar nicht wirklich erfüllen kann. Andererseits auch oft macht massive Fluchttendenzen, ja, auch die Extrojektion innerer Spannungen in Form von Aggression oder Übergriffen. Das Ganze geht nicht ohne Grenzsetzungen, Konflikte und Frustrationen. Ja, was heißt also, ich müsste dann darauf verzichten, psychiatrische Pflege in irgendeiner Weise personenzentriert zu nennen. Wenn man das aber nicht will, dann können positive Emotionen bzw. affektive Balance nicht das einzige ausschlaggebende Kriterium für personenzentrierte Pflege bilden. Das heißt also, solange es nicht gelingt, auch Handlungen, die den Präferenzen der Person vielleicht entgegengesetzt sind, abzubilden und als personenzentriert zu beschreiben, ja, solange glaube ich nicht,
dass das Modell hier wirklich stimmt. Vielleicht kann man noch dazu sagen, also von Heitzmar, ähnlich wie viele amerikanische Forscher in diesem Kontext, sind sehr so einer eher hedonistischen Affekttheorie verschrieben, dass man an positiven Affekten im Grunde genommen Wohlbefinden messen und abbilden kann. Und dem entgegengesetzt ist eher so eine eudaimonistische Theorie, die kommt also eher von Aristoteles, könnte man so sagen. Von daher kann man das verstehen, ja, dass also in dieser Theorietradition man letztlich personenzentrierte Pflege wesentlich als die versteht, die positive Emotionen steigert. Ich persönlich halte das für eine Engführung und theoretisch noch nicht wirklich befriedigend und ausreichend. Okay, soweit mal für heute. Lesen Sie das Ganze mal in Ruhe nach. Das ist ja jetzt doch theoretisch ein ganz schöner Parcours. Das war Konzept Nummer 9, ja, die Vorstellungen eines theoretischen Modells, wie man Bedürfnisse, Präferenzen und psychologisches Wohlbefinden miteinander in Beziehung setzen kann. Vielen Dank, alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.